Wir kommen dann zu Top 50. Setzpunkt Antrag Fraktion Die Linke. Hessische Behörden versagen beim Wursthersteller Wilke. Neuordnung bei Lebensmittelüberwachung in Hessen notwendig. Drucksache 20-1422. Wird aufgerufen mit Top 48, dem Antrag der Freien Demokraten, Wilke-Wurstskandal endlich vollständig aufklären. Drucksache 20-1420. Und mit dem dringlichen Antrag von Fraktionen der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Wilke Wurst und Lebensmittelüberwachung in Hessen, Drucksache 20-1471. Als erstes hat sich Herr Wilkeshausen zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch heute, fast einen Monat nach Schließung der Firma Wilke, kommen laufend neue ekelhafte Details ans Licht der Öffentlichkeit. Und dabei hätte dieser Skandal, der mit mindestens drei nachgewiesenen Todesfällen und vielen, vielen ernsthaften Erkrankungen einer der größten Lebensmittelskandale der letzten Jahre war, verhindert werden können. Nein, er hätte auch verhindert werden müssen. Er hätte verhindert werden können, wenn nicht Profitgier und multiples Behördenversagen diesen Skandal erst möglich gemacht hätten. Und daran trägt die hessische Ministerin, die auch für den Bereich des Verbraucherschutzes zuständig ist, eben ein gehöriges Maß an Mitverantwortung. Zunächst müssen wir einmal feststellen, dass das Eigenkontrollsystem, und das ist die erste Stufe der Lebensmittelüberwachung, dass das Eigenkontrollsystem und die privatrechtlich organisierten Audits und Qualitätsprüfungen offensichtlich das Papier nicht wert waren, auf dem sie ausgedruckt worden sind. Seit Jahren stellte die interne Qualitätskontrolle bei der Firma Wilke erhebliche Keimbelastungen der Wurstwaren fest. Und die Keimzahl lag dabei oftmals weit über den zulässigen Grenzwerten. Auch in den Auditberichten war immer wieder die Rede von Versäumnissen im Qualitätsmanagement. Personelle, organisatorische, aber auch bauliche Mängel wurden zwar immer wieder festgestellt, aber es folgte seitens der Geschäftsführung keine nennenswerte Reaktion. Stattdessen, meine Damen und Herren, wurde Schimmel abgekratzt, Würste neu etikettiert und ungenießbares Fleisch mit Frischware vermengt. Und all diese Vorgänge, und das ist eben der erste Teil des Skandals, sind dokumentiert und wurden auch protokolliert. Diese Gier nach Profit stand bei der Firma Wilke über allen Regeln der Lebensmittelhygiene und der Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn die abhängig Beschäftigten und die bezahlten Beraterinnen und Berater in der Qualitätskontrolle diejenigen sind, die diese Überprüfungen durchführen sollen, dann besteht eben auch immer eine wirtschaftliche Abhängigkeit mit dem Ergebnis, dass das Prüfurteil am Ende trotz aller bekannter Mängel positiv ausfällt. Der Trend, die Sicherstellung des Verbraucherschutzes in so sensiblen Bereichen wie der Lebensmittelproduktion dem Markt zu überlassen, meine Damen und Herren, dieser Trend ist krachend gescheitert, und wir haben das Ergebnis jetzt bei der Firma Wilke gesehen. Und natürlich, meine Damen und Herren, muss man sich fragen, ob dies alles nicht hätte auffallen müssen. Und da kommen wir zum zweiten Problemkreis in der Lebensmittelindustrie. Die Kontrollen der Aufsichtsbehörden scheinen ebenfalls mehr ein Teil des Problems als ein Teil der Lösung gewesen zu sein. Zu Recht hatten die Grünen, als sie noch in der Opposition waren, die Kommunalisierung der Lebensmittelüberwachung scharf kritisiert. Wenn wie im Fall Wilke die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Akteuren des Veterinäramtes und den zu prüfenden Firmen besteht, wenn der Landrat von Freunden und Bekannten spricht, zu denen man hat gehen müssen, dann wird deutlich, dass fundamentale Regeln der Lebensmittelhygiene eben genau von diesen Beziehungen, diesen wirtschaftlichen Beziehungen und privaten Beziehungen überlagert worden sind. Und dann darf man sich nicht über das Wegschauen im Landkreis Waldeck-Frankenberg wundern. Das Veterinäramt, meine Damen und Herren, war personell chronisch unterbesetzt. Nur drei Kontrolleure waren für die Aufgabe, über 3.000 Betriebe zu kontrollieren, zuständig. Und da wundert es eben auch nicht, dass bei Firma Wilke nur die Hälfte der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen stattgefunden haben.
Und wenn kontrolliert wurde, dann offensichtlich immer nur mit Ankündigung und ausreichend Vorlauf, die schlimmsten Zustände zu kaschieren. Aber auch wenn Mängel über Jahre hinweg bekannt waren, wurde nicht auf Abhilfe gedrängt. Die baulichen Mängel, die dazu führten, dass Abfall und verdorbene Ware immer wieder mit Frischware in Berührung kamen, verrostete Anlagen und Schimmel an den Wänden wurden immer wieder angemahnt, wurden immer wieder festgestellt. Aber ein entscheidendes Eingreifen und systematische Nachkontrollen seitens des Veterinäramtes fand nicht statt. 2014 war die Taskforce, also die Gruppe, die unter anderem auch, in dem auch das Ministerium vertreten ist, in dem die RPs vertreten sind. 2014 war bereits diese Taskforce bei der Firma Wilke, aber offensichtlich ist auch dabei nichts aufgefallen. Bitte? Ja, man hat nicht hingeschaut. Das war an der Stelle los. Ja? Man hat nicht hingeschaut, und es steht im Raum die Frage, ob man es nicht hat sehen wollen oder nicht sehen können. Denn, meine Damen und Herren, Bußgelder wurden ja in der Zeit auch durchaus verhängt, aber in einer Höhe, die in keinem Verhältnis stehen zu dem Gewinn durch kriminelle Gesetzesverstöße. Und das ist ein weiteres Problem. Wenn es für Firmen günstiger ist, diese Bußgelder billigend in Kauf zu nehmen und diese Bußgelder nichts weiter nach sich ziehen als die Geldzahlung, dann machen wir tatsächlich Tür und Tor für solche Machenschaften auf. Die Kommunalisierung der Lebensmittelüberwachung, meine Damen und Herren, war und er ist ein schwerer Fehler. Persönliche Verflechtungen, Rotstiftkürzungen durch Schutzschirm und schwarze Null und die fatale Nähe zwischen kommunaler Wirtschaftsförderung und Lebensmittelüberwachung verhindern eben eine neutrale und sachgerechte Prüfung. Und wenn es noch eines Beweis bedurft hätte, die Todesfälle haben dies auf traurige Art und Weise zutage gebracht. Wir fragen uns, ob die Zustände im Veterinäramt Waldeck-Frankenberg der Fachaufsicht, die beim RKB Kassel lag, und damit unmittelbar dem Umweltministerium unterstellt ist, nicht aufgefallen ist, oder ob auch hier nach der Devise gehandelt wurde, es ist schon immer gut gegangen. Meine Damen und Herren, die Ministerin will uns weismachen, dass das Ministerium an dieser Stelle keine Verantwortung träfe. Und damit reiht sie sich in die Reihe der Verantwortungslosigkeit und des Nichtswissens ein. Aber ich glaube, so viel steht heute fest, das stimmt eben nicht. Denn spätestens seit Ostern 2019 war auch im Ministerium bekannt, dass Listerien weit über dem Grenzwert in den Produkten der Firma Wilke nachzuweisen waren. Das hat auf jeden Fall Ihr Amtskollege, der Verbraucherschutzminister des Landes Baden-Württemberg, öffentlich mitgeteilt. Was jetzt gesagt wird von der Ministerin ist, ja, aber es gab noch keinen definitiven Match zwischen diesen Listerien und den Todesfällen. Das mag richtig sein. Die Listerien in der Wurst bleiben aber nach wie vor ekelhaft und hätten Anlass dafür sein müssen, diesen Betrieb genauer unter die Lupe zu nehmen, meine Damen und Herren. Und so wiederholt Frau Hinz eben gebetsmühlenartig, dass man erst am 28. Oktober von diesem Match, also dem definitiven Nachweis, erfahren hätte und erst dann erst handeln können, weil vorher die Fachaufsicht nicht in der Lage gewesen wäre, dort tatsächlich einzugreifen. Ich frage mich dann in der Tat, wofür, meine Damen und Herren, gibt es diese Fachaufsicht, wenn trotz eindeutiger Hinweise, die vorgelegen haben, diese Fachaufsicht nicht in der Lage ist, dann tatsächlich auch entsprechende Maßnahmen umzusetzen und einzuleiten. Und neben der Frage, die die Ministerin beantworten muss, was eigentlich mit diesen Meldungen war, die seit Ostern 2019 bekannt waren, muss natürlich auch die Frage aufgeklärt werden, wie kommen eigentlich diese 8 Tage zustande, und was soll jetzt eigentlich zukünftig gemacht werden, damit so wichtige Mitteilungen wie über Todesfälle in der Lebensmittelindustrie nicht weiterhin in Postfächern des Ministers, der Ministerin schlummern und dort nicht zu dem sofortigen und akuten Handeln führt. Meine Damen und Herren, die systematische Überschreitung von Grenzwerten und das deutschlandweite und europaweite Inverkehrbringen von Lebensmitteln hätte
dem Ministerium die Rechtsgrundlage gegeben, tatsächlich einzugreifen. Es wäre an dieser Stelle sogar zwingend erforderlich gewesen. Aber unabhängig davon, ob sich diese Listerienfunde erst am 28. Oktober einem Cluster hätten zuordnen lassen können oder nicht, hier wäre das Handeln eben deutlich früher angezeigt gewesen. Das ist unterblieben, und das ist unsere zentrale Kritik, die wir an dieser Stelle an der Ministerin Hinz haben. Wir fordern als LINKE, und gestern Abend im Obleutegespräch, das muss man fairerweise sagen, wurde das auch zugesichert, dass alle Unterlagen, also nicht nur der Bericht der Taskforce, sondern auch die angeforderten Berichte des Regierungspräsidiums und des Landkreises Waldeck-Frankenberg, unverzüglich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, weil die Öffentlichkeit hat tatsächlich ein Recht dazu, zu erfahren, wie es in diesem Land um Lebensmittelsicherheit bestellt ist und wer die Verantwortung für dieses multiple Behördenversagen hat. Aber auch nach der viel zu spät erfolgten Schließung der Firma Wilke setzte sich ja der skandalöse Umgang und die stümperhafte Krisenbewältigung fort. Bis heute sind die Lieferwege bis zu den Verbrauchern, also bis in die Kühlschränke, eben nicht lückenlos aufgeklärt. Herr Felstehausen, kommen Sie bitte zum Schluss. Die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist überschritten. Zum Schluss vielen Dank für den Hinweis. An der Stelle hat uns das Bayern vorgemacht, wie es gehen könnte. Bayern hat unmittelbar verfügt, dass an allen Verkaufsstellen, wo möglicherweise belastetes Material der Firma Wilke zu finden war, entsprechende Hinweise angebracht werden mussten. Und genau das ist das, was wir uns als LINKE von der Ministerin auch gewünscht hätten, ein sofortiges Handeln und eine Information der Verbraucher, die diese auch tatsächlich erreicht. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat nun Frau Arnold das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit einigen Wochen haben wir nun die traurige Gewissheit, dass es seit 2014 durch Keimbelastungen, die offenbar durch schwerwiegende Hygienemängel bei der nordhessischen Firma Wilke verursacht wurden, zu Erkrankungen und sogar zu Todesfällen unter den Konsumenten von Wilke-Produkten gekommen ist. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Angehörigen der Verstorbenen und den Menschen, deren Gesundheit durch das verantwortungslose Handeln des Fleischereiunternehmens geschädigt wurden. Es ist uns wichtig, dass der Rückruf der Produkte stattgefunden hat, und wir halten es für zwingend, dass die Aufsichtsbehörde inzwischen die einzig richtige Konsequenz gezogen und den Betrieb Anfang Oktober dann auch geschlossen hat. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Gefahr damit hoffentlich gebannt. Aber wir müssen das, was passiert ist, natürlich umfassend aufarbeiten, und wir brauchen umfassende Aufklärung der Verantwortung. Die Staatsanwaltschaft untersucht das Vorgehen und hat bereits entsprechende Verfahren eingeleitet. Und auch auf politischer Ebene ist es richtig, dass wir uns Vorgänge anschauen und, wo nötig, für die Zukunft auch Konsequenzen ziehen. Denn klar ist, Verbraucherschutz und Konsumentensicherheit sind eines unserer höchsten Güter. Das gilt vor allem im Bereich der Lebensmittelproduktion. Die Sicherheit unserer Lebensmittel hat oberste Priorität. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Nahrungsmittel, die hier verkauft werden, gesundheitlich unbedenklich sind. Und um dies zu gewährleisten, gibt es ein enges Netz verschiedener Kontrollebenen und Vorschriften. Wir haben EU-weite Regeln für die Eigenkontrolle dieser Betriebe, Dokumentationen und Eingriffspflichten. Wir haben auf Kreisebene dann eine staatliche Kontrollebene, die darauf aufbaut und mit den Kenntnissen vor Ort prüft, dass Betriebe ihren Pflichten nachkommen und nach den strengen Standards auch arbeiten. Und wir haben darüber weitere Kontrollebenen und Institutionen wie das Landeslabor und die Taskforce Lebensmittelsicherheit, die hierbei ebenfalls unterstützen. Wir müssen aber feststellen, in diesem aktuellen Fall hat dieses eigentlich ineinandergreifende Netz
nicht ausgereicht, um Missstände rechtzeitig zu erkennen und sie auch zu beheben. Es zeigt sich recht deutlich, dass das Unternehmen der besonderen Verantwortung, die einem Unternehmen im Lebensmittelbereich zukommt, ganz offenbar nicht nachgekommen ist. Hier wurden Vorschriften, vor allem im Bereich der Hygiene, missachtet. Es spricht vieles dafür, dass aktiv versucht wurde, diese Verstöße mutwillig zu verschleiern. Und wir haben feststellen müssen, dass in diesem speziellen Fall die staatlichen Kontrollmechanismen nicht ausgereicht haben, diese Missstände rechtzeitig abzustellen. Es gehört zur Wahrheit, dass das nicht die Regel, sondern im Gegenteil eine krasse Ausnahme ist. Die ganz überwiegende Zahl der lebensmittelverarbeitenden Betriebe arbeitet ordentlich, sauber und sorgfältig und produziert unbedenkliche Lebensmittel. Und wir müssen aufpassen, dass wir bei all dem Ärger und aller Notwendigkeit zur konsequenten Aufklärung im Fall Wilke nicht alle Betriebe über einen Kamm scheren und mit zusätzlichen Aufgaben belegen, die dann nicht vernünftig umgesetzt werden können. Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass mehrere Kontrollen beim Unternehmen stattgefunden haben, angekündigt und unangekündigt. Gerade in den letzten Wochen, nachdem es aufgrund der Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts erste Hinweise auf den Zusammenhang zwischen Wilke, Listerien und Krankheitsfällen gegeben hat, sogar sehr häufig. Deshalb müssen wir auch ehrlich sagen, dass es ja offenbar nicht einfach ein Problem von zu wenig Kontrolle oder zu wenig Personal war. Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass die Sanktionen bei festgestellten Verstößen, die ja offenkundig mehrfach ergriffen wurden, offenbar nicht abgeschreckt haben und dass die Informationsflüsse zwischen den Kontrollebenen nicht optimal funktioniert haben. Daraus müssen und daraus werden wir Konsequenzen ziehen. Nicht mit Schnellschüssen, die dann Streuung haben und mehr Schaden als Nützen, sondern mit einer sorgfältigen Analyse und Maßnahmen dort, wo sie sinnvoll und wo sie zielführend sind. Ich sage es deshalb noch mit der gebotenen Vorsicht. Es scheint sinnvoll zu sein, mehr Informationen über Kontrollen und deren Ergebnisse zentral zu bündeln, damit man auf Landesebene einen Blick darauf nehmen kann, was in den Kreisen passiert und wo möglicherweise Probleme entstehen könnten, bevor sie solch drastische Folgen haben. Es scheint auch sinnvoll zu sein, die Weisungsrechte des Landes gegenüber der kommunalisierten Lebensmittelüberwachung eindeutiger auszugestalten, als das heute der Fall ist. Hierzu haben wir bereits einen Gesetzesvorschlag der Landesregierung in der parlamentarischen Beratung. Es scheint ebenfalls sinnvoll zu sein, die hohe Kompetenz, die wir in der Taskforce Lebensmittelsicherheit versammelt haben, noch besser und noch effizienter einzusetzen. Wir sollten hier dafür sorgen, dass diese zusätzlichen Kräfte von den Kreisen als Hilfestellung und fachliche Unterstützung anerkannt und auch genutzt werden. Und es scheint sinnvoll zu sein, sich die Sanktionsmöglichkeiten auf bundesrechtlicher Ebene und deren Anwendungen im Kreis noch einmal genauer anzuschauen. Auflagen und Eingriffe müssen verhältnismäßig und praktikabel bleiben. Wir wollen nicht jeden Betrieb bei kleinsten Verstößen sofort drastisch sanktionieren. Aber zur Verhältnismäßigkeit gehört dazu, dass in so sensiblen Bereichen, in denen es um die Gesundheit der Menschen geht, zu Recht hohe Standards gelten und die Menschen erwarten, dass diese Standards auch durchgesetzt werden. Wir müssen und wir werden sicherstellen, dass die Behörden hier die nötigen Werkzeuge haben, diesen Anspruch auch rechtlich durchzusetzen, wenn sich einzelne Unternehmer uneinsichtig zeigen. Und dann ist es auch sinnvoll, dass wir ehrlich über Strukturen, Verteilung von Zuständigkeiten und Ausstattung der Lebensmittelkontrolle nachdenken. Aber spontane und vermeintlich einfache Antworten springen hier
zu kurz. Es ist nicht damit getan, einfach nach mehr Geld oder mehr Personal zu rufen. Das Personal in den Kreisen ist seit der Kommunalisierung 2005 deutlich um mehr als 10% angewachsen. Es ist auch damit nicht getan, einfach nach einer Rückabwicklung der Kommunalisierung zu rufen. Es finden nicht weniger Kontrollen statt als vor der Kommunalisierung, ganz im Gegenteil. Und vor Ort kennt man seine Pappenheimer genauer und weiß normalerweise auch, wo man etwas öfter und genauer hinschauen muss, als dies zentral jemals organisiert werden könnte. Wir müssen die Verantwortung von Unternehmen stärker einfordern, und wir müssen sie auch klarer sanktionieren, wo einzelne schwarze Schafe dieser Verantwortung nicht nachkommen. Wir müssen die Strukturen der staatlichen Kontrolle evaluieren und offen aufklären, wo Fehler passiert sind und wie sie verhindert werden können. Dabei müssen rechtliche, personelle und sachliche Rahmenbedingungen auf den Prüfstand. Und das hat die Ministerin für die Abläufe im Ministerium selbstverständlich zugesagt. Und diese nachhaltige Aufklärung im fairen Miteinander der verschiedenen beteiligten Ebenen und Behörden hat die Landesregierung bereits in ersten wichtigen Schritten in Angriff genommen. Und auf diesem Weg hat unsere Ministerin volle Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Arnold. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die Abgeordnete Gronemann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor knapp 4 Wochen wurde bekannt, dass mit Listerien belastete Produkte der Firma Wilke im Zusammenhang mit Todesfällen und Erkrankungen stehen und deren Betrieb in Waldeck-Frankenberg, wie wir heute wissen, zu Recht geschlossen wurde. Aber eines möchte ich hier ganz klar und unmissverständlich sagen. Für jeden Betrieb, der mit Lebensmitteln zu tun hat, ob im Verkauf, in der Verarbeitung oder in der Produktion, gilt: Die Hauptverantwortung für die Sicherheit eines Lebensmittels liegt beim Lebensmittelunternehmer. So steht es in der EU-Verordnung zur Lebensmittelsicherheit. Hygiene ist ein essentieller Bestandteil. Wer dies als notwendiges Übel ansieht oder zuverlässig mit dieser Verantwortung umgeht, setzt damit die Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher aufs Spiel. Wesentlich und gesetzlich vorgeschrieben ist daher die Eigenkontrolle. Diese muss nach dem HACCP-Konzept in jedem Betrieb eingerichtet werden. Und dabei muss auch gesagt werden, das funktioniert auch nur so gut, wenn dieses Konzept tatsächlich auch umgesetzt wird. Das heißt, dass nicht nur die Beprobungen und deren Ergebnisse dokumentiert werden, sondern, und das ist Sinn und Zweck des Ganzen, die daraus gewonnenen Erkenntnisse zur Abstellung dieser Mängel führen müssen. Meine Damen und Herren, nach allen uns vorliegenden Informationen ist die Firma Wilke dieser Verantwortung nicht nachgekommen. Dieser Umstand beschäftigt uns und muss uns auch weiter beschäftigen, auch im Hinblick darauf, Fehler abzustellen. Nur so können wir daraus ableiten, wo Handlungsbedarf besteht. Und genau deshalb hat die Ministerin beim Bund-Länder-Treffen vergangene Woche konkrete Vorschläge gemacht, an welchen Stellschrauben auf Bundesebene zur Stärkung der Lebensmittelsicherheit gedreht werden muss. Denn gerade der Fall Wilke hat gezeigt, dass hier Defizite bestehen. Sie kennen alle die Forderung von Foodwatch, die gesamte Lieferkette zu veröffentlichen. Das ist ja auch eben auch schon mal noch mal angeklungen. Und das ist derzeit nicht möglich, weder in Hessen noch in irgendeinem anderen Bundesland, weil es keine bundeseinheitlichen Vorgaben für die Rückverfolgung gibt. Bereits 2013 gab es einen Beschluss der Verbraucherministerinnenkonferenz, das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch entsprechend zu ändern. Und daher begrüßen wir es auch, dass die Ministerin hier nochmals gefordert hat, endlich diesen Beschluss umzusetzen. Und darüber hinaus muss das
länderübergreifende Krisenmanagement verbessert werden, damit bei einem Verdacht in einem solchen Ausmaß wie beim Fall Wölke der Bund den Krisenrat einberufen kann und die Abläufe zentral gesteuert werden können. Ebenso soll eine gemeinsame Datenbank geschaffen werden, bei der Befunde von krankheitserregenden Keimen eingestellt werden, damit zeitnah mögliche Verbindungen zwischen den Keimen und den Krankheitsausbrüchen hergestellt werden können. All das, meine Damen und Herren, zeigt die Ministerin, dass die Ministerin aufklärt, was auf den unterschiedlichen Ebenen schiefgelaufen ist, wo es strukturelle Defizite gibt und dass sie schon erste Konsequenzen daraus gezogen hat. Aber abgesehen von den gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene müssen wir uns natürlich mit der Frage auseinandersetzen, warum die gravierenden Mängel im Betrieb Wilke trotz der amtlichen Lebensmittelkontrolle nicht abgestellt worden sind. Diese Frage ist nach wie vor unbeantwortet und wird uns in den nächsten Wochen auch noch beschäftigen müssen. Sie alle wissen, seit der Kommunalisierung 2005 liegt der Aufgabenbereich der Lebensmittelüberwachung bei den Landkreisen. Der Kreis Waldeck-Frankenberg ist also zuständig für die Überwachung. Deswegen ist es auch gut, dass zusammen mit dem Ministerium daran gearbeitet wird, hier die Fehlerquellen zu identifizieren. Ministerin Hinz hat heute Morgen eine erste Zwischenbilanz vorgestellt und dargelegt, welche Schlüsse aus dem derzeitigen Kenntnisstand für die Verbesserung der Lebensmittelüberwachung gezogen werden können. Es ist auch genannt und kritisiert worden, dass der am 12. August im Ministerium eingegangene Hinweis des BVL auf mögliche Listerienbefunde bei Wilke erst eine Woche später an den Kreis weitergeleitet wurde. Die Ministerin hat immer gesagt, das hätte so nicht passieren dürfen, auch wenn dieser Hinweis nicht ausschlaggebend war. Sie haben ja auch alle die Möglichkeit gehabt, diese Mail einsehen zu können, wenn Sie es denn gewollt haben. Aber ausschlaggebend war die Nachricht des BVL am 16. September. Erst da kam der eindeutige Nachweis, dass ein Zusammenhang zwischen den Listerioseerkrankungen und der Firma Wirke existiert. Ab diesem Zeitpunkt sind alle nötigen Schritte durch das Ministerium eingeleitet worden. Die Kontrollen sind verschärft worden, die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet und der Betrieb, so wissen wir ja, ist letztendlich geschlossen worden. Als Zwischenbilanz wurde einvernehmlich mit Kreis, Fachaufsicht und Ministerium weitere Maßnahmen vereinbart. Auch hier zeigt sich, dass Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen werden. Wir wissen inzwischen, dass der Betrieb Wilke bei der Risikoeinstufung nicht richtig eingestuft wurde. Diese Risikoeinstufungen werden von den Kreisen vorgenommen, und zukünftig sollen die Regierungspräsidien die Möglichkeit haben, dies auch zu überprüfen. Der Aufgabenbereich der Taskforce Lebensmittelsicherheit soll erweitert werden, personell gestärkt werden. Die Überwachung der betrieblichen Eigenkontrolle soll verbessert werden. Die Kreise sollen zukünftig beim Qualitätsmanagement unterstützt werden. Und auch die Aus- und Weiterbildung des Lebensmittelkontrollpersonals soll gestärkt werden. Und ein wesentlicher Punkt ist und bleibt die Stärkung der Fachaufsicht. Bereits im Sommer hat die Landesregierung einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht, also vor dem Bekanntwerden der Listeriosebefunde bei Wilke. Und bei den Anträgen lassen ja beide irgendwie durchblicken, dass sie diesen ablehnen werden. Ich meine, bei einer Partei, die durch das Land zieht, Lebensmittelbetriebe besucht und dort immer von der Gängelung der Betriebe durch Bürokratie spricht, überrascht mich das jetzt nicht. Aber es ist komplett unglaubwürdig, wenn Sie jetzt so tun, als würden Sie sich tatsächlich für die Stärkung der Lebensmittelsicherheit einsetzen. Was Sie als Gängelung bezeichnen, das zeigt auch der Fall Wilke, ist einfach absolut notwendig. Und noch einmal zum Gesetzentwurf an sich. § 2 Absatz 2 des jetzigen Gesetzes regelt die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Weisung bei drohender Krisengefahr und bei kreisübergreifender Bedeutung. Was nicht geregelt ist, ist die Ausgestaltung dieser Weisung. Das heißt, im schlimmsten Falle können Kreise gegen Weisung gerichtlich vorgehen. Und mit dem Gesetzentwurf wird geregelt, dass die Fachaufsicht ein uneingeschränktes Weisungsrecht bekommt. Und damit hätten wir an dieser Stelle auch endlich Rechtssicherheit. Ich meine, hier werden ja auch viele Dinge behauptet, vor allem in den Anträgen, aber eben klang es auch schon einmal an, von denen Sie eigentlich wissen müssten, dass sie nicht haltbar sind.
weil wir einiges im Ausschuss bereits widerlegt worden ist, aber auch im Obleutegespräch darüber gesprochen haben. Meine Zeit reicht nicht aus, um auf alles einzugehen. Aber wir haben z.B. darüber gesprochen, dass die Hürden zur Schließung eines Betriebs vor dem Hintergrund der Berufs- und Eigentumsfreiheit sehr hoch sind. Der Kreis ist hierfür zuständig, und um sie rechtssicher durchzuführen, bedarf es des Nachweises zulassungsrelevanter Mängel. Dass diese vorliegen, davon hatte die Fachaufsicht erst Kenntnis, als sie gemeinsam mit der Taskforce die gut dokumentierte Betriebsbegehung am 2.10. gemacht hat. Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass die Ministerin immer dann, wenn es neue Erkenntnisse gab, die Abgeordneten über alles informiert hat, was sie dazu sagen konnte. Und zumindest die Personen, die bei den drei Obleutegesprächen dabei waren, das waren nicht immer alle, vor allem die AfD hat durch Abwesenheit geglänzt, aber darüber will ich mich wirklich nicht beschweren. Gerade diese Personen wissen mehr und wissen auch über die vertraulichen Dinge Bescheid. Und ich frage mich, wozu eigentlich diese Obleutegespräche angeboten werden, wenn sich dann hier Menschen hinstellen und dann Dinge behaupten, von denen sie eigentlich wissen müssen, dass sie nicht stimmen. Aber wenn Sie es wirklich ernst meinen, meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns gemeinsam die Aufklärung unterstützen und dann aber auch die entsprechenden Konsequenzen mittragen. Denn das ist letztendlich das, was auch im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gronemann. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Schenk. Bitte? Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Tribüne! In Bekräftigung der Ausführungen meiner Vorredner geht es uns ebenfalls um die rückhaltlose Aufklärung dieses Lebensmittelskandals. Dem Antrag der FDP werden wir zustimmen. Den Antrag der LINKEN den werden wir ablehnen, wegen der Überfrachtung mit diesen Gesetzesvorschlägen. Bei dem dringlichen Antrag von GRÜNEN und CDU werden wir uns enthalten. Die Vorschläge mögen sachgerecht sein, kommen jetzt aber viel zu spät. All das hätten Sie umsetzen können, dann wäre es nicht zu dem Wilke-Skandal gekommen. Es ist schon sehr traurig, dass mindestens drei Menschen ihr Leben verlieren mussten und nachweislich 37 zu Opfern verseuchter Wurstwaren wurden. Über die Größe des dahinter verborgenen Dunkelfeldes kann man gegenwärtig nur mutmaßen. Vielleicht sehen wir nur die Spitze eines Eisberges. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall Wilke aufzuarbeiten. Sie hat Beweise zu sichern, muss die Verantwortlichen ermitteln und Anklage erheben. Unsere Aufgabe hier im Parlament und im Ausschuss ist es, das Netzwerk der Verantwortlichkeiten auf allen Ebenen aufzuklären, vor allem ganz oben im Ministerium von Frau Hinz. Und da genügt es eben nicht, wie Frau Ministerin Hinz die zum Versagen führenden Ursachen in unzulänglichen Gesetzen und Durchgriffsrechten zu suchen, beim RP, bei den Landkreisen oder bei den Kontrolleuren vor Ort. Bei der Anhörung im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bekamen wir den Eindruck, dass kein hinreichendes Berichtswesen im Ministerium existiert. Auch Rechts- bzw. Fachaufsicht ist ohne Dokumentation und Kenntnis der Ermittlungsergebnisse und Kenntnis der Arbeitsabläufe vor Ort nicht vorstellbar. Existierten etwa Frühwarnsystem, Notfallplan? Nein, Fehlanzeige. Vielmehr entwickelte der Vollzug der Lebensmittelüberwachung bei den Landkreisen und den beteiligten Instituten offensichtlich ein gewisses Eigenleben. Wir konnten im Fernsehen miterleben, wie sich Frau Ministerin Hinz im Büro der Taskforce in Darmstadt umsah
und sich die relevanten Sachverhalte erläutern ließ, war sie vielleicht zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal dort und bisher nicht im Bilde. Frühzeitige Verdachtsmeldungen wurden nicht zur Kenntnis genommen. Hochbrisante E-Mails blieben eine Woche lang liegen, weil niemand sie zur Kenntnis nahm. Der Wilkes-Skandal kam nur deshalb ans Tageslicht, weil übrigens schon im Jahre 2018 oder gar 2014 Menschen gestorben waren und auf der Suche nach der Ursache eine Spur zu Wilke führte. Wir und die Bürger in Hessen erwarten, dass eine Ministerin ihren Bereich im Griff hat, dass sie führt, dass sie ein funktionierendes Berichtswesen und eine engmaschige, verbindliche Kommunikation zwischen den Dienststellen sicherstellt. Frau Hinz, Sie sind seit Jahren in der Verantwortung. Sie hätten frühzeitig Bescheid wissen und aktiv werden müssen. Es reicht nun einmal nicht, darauf zu hoffen, es möge schon alles gut werden und sich die Hände in Unschuld zu waschen, wenn das Kind im Brunnen liegt. Auch die untere Landesverwaltung muss in effizienter Weise kontrolliert werden, lange bevor unhaltbare, gefährliche Zustände eintreten, muss die regelmäßige Begehung Schwachstellen aufdecken, Besserung einfordern, wenn nötig, die mit Sanktionsdrohung vollumfänglich durchsetzen. Die Bürger unseres Landes verlassen sich auf den Schutz einer effizienten und effektiven Lebensmittelüberwachung, weil sie wissen, dass die Interessen der Betroffenen durch die betroffenen Unternehmen alleine eben gerade keine hinreichende Gewähr für eine einwandfreie Produktqualität im Sinne der Verbraucher bieten. Offenbar sind ihre Kontrollbehörde die gravierenden Mängel der Anlagen und des Produktionsablaufes im Vorfeld der aktuellen Eskalation gar nicht aufgefallen. Die Missstände bei Wilke haben doch offensichtlich schon seit längerer Zeit bestanden. Zudem wissen wir nicht, ob es möglicherweise weitere Problembetriebe in Hessen oder gar in der Zulieferkette gibt. Diese Zweifel sind angesichts der eklatanten Versäumnisse in der Kontrollkette wohl kaum von der Hand zu weisen. Wer mag den Schaden zu ermessen, welcher der Wirtschaft bzw. der Fleisch- und Lebensmittelbranche durch die Schädigung ihres Ansehens entstanden ist? Eine Ministerin muss sich an den Resultaten ihres Handelns messen lassen und nicht an ihren gut gemeinten Bemühungen. Die Anerkenntnis der Realität bedeutet, mit skrupellosen oder gar kriminellen Machenschaften muss die staatliche Aufsicht stets rechnen. Genau hierzu ist Kontrolle nämlich unabdingbar. Frau Ministerin, dieser Fall zeigt uns, Sie sind Ihrer Garantenstellung nach dem, was bisher bekannt ist, nicht gerecht geworden. Und das ist aus unserer Sicht ein zusätzlicher Skandal. Auch wegen geringerer Anlässe sind Minister schon zurückgetreten. Nehmen Sie sich diese zum Vorbild. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Schenk. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Abg. Knut John. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein kriminell handelndes Unternehmen der Fleischindustrie wurde endlich geschlossen, und die Betonung beruht auf endlich. Und leider ist es nicht nur der Lebensmittelskandal, sondern es sind weitere Skandale, die sich anschließen, Arbeitsschutz, Ausbeutung und anderes. Aber da müssen wir vielleicht an anderer Stelle drüber sprechen. Das Schlimme dabei ist, dass offensichtlich alles sehr lange bekannt war, aber weggesehen wurde. Und das Schwerwiegendste, meine Damen und Herren, ist, dass Menschenleben geopfert wurden. Und das zugunsten des Profits. Aber alles weist darauf hin, dass es nicht nur um den Wurstfabrikanten geht, sondern dass hier auch das System
Lebensmittelsicherheit, die Kreisbehörde, das Regierungspräsidium und das Ministerium versagt hat. Warum? Warum wurde kollektiv weggesehen? Warum wurde verschwiegen und vertuscht? Derartige Zustände kommen nicht von heute auf morgen, meine Damen und Herren. Sie sind Monate und Jahre, über Jahre hinaus entstanden. Deshalb tragen die Aufsichtsbehörden, Landkreis, Regierungspräsidium und Ministerium eine erhebliche Mitschuld. Obwohl es gerade für Sicherheit beim Verbraucher sorgen soll, spielt das Ministerium hier eine sehr fragwürdige Rolle. Es ist längst mehr Getriebener als Akteur. Lassen Sie mich kurz die sieben Grundprinzipien der Lebensmittelsicherheit aufzeigen. Hieran kann man sehen, wie sie im Fall Wilke beachtet bzw. nicht beachtet wurden. Da ist als erstes Prinzip die Unternehmerverantwortung. Es wurde schon darüber gesprochen, Eigenkontrollsystem, Aufzeichnungspflicht. Offensichtlich wurde hier gefälscht. Das ist mittlerweile klar geworden. Erster Vorsatz, erster vorsätzlicher Verstoß. Zweites Prinzip, Rückverfolgbarkeit. Seit 2005 müssen EU-weit alle Lebensmittelunternehmen nicht nur dokumentieren, wohin sie ihre Lebensmittel geliefert haben, sie müssen auch nachweisen können, woher ihre Lebensmittel bzw. deren Rohstoffe kommen. Zweiter Verstoß. Oder Totalversagen der Behörden bei der Frage, warum hat es so lange gedauert, bis die Informationen flossen. Drittes Prinzip, amtliche Lebensmittelüberwachung. Dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts auch eingehalten werden, kontrollieren die Lebensmittelüberwachungsbehörden. Hier geht es um risikoorientierte Betriebskontrollen. Sensible Lebensmittelbetriebe werden übrigens häufiger überwacht. So viel zu den Pappenheimern, Frau Arnold. Vorbildlich geführte werden seltener überprüft. Seltener überprüft. War Wilke vorbildlich? Aber wenn im Land Hessen nur 151 Lebensmittelkontrolleure zur Verfügung stehen und man bei einer Abwesenheitsquote von etwa 15% dann auf 128 Lebensmittelkontrolleure für Tausende von Betrieben kommt, dann muss man sich fragen, was ist da los? Und wenn man den Haushaltsentwurf 2020 anschaut, dann ist da nichts von Aufstockung erkennbar. Ja, die Kontrolle obliegt zunächst den Landkreisen, das wissen wir, und den kreisfreien Städten. Aber haben Sie auch das Geld zur Verfügung? Nein, dafür sorgt ja schon die Landesregierung. Viertes Prinzip, das Vorsorgeprinzip. Risiken lassen sich wissenschaftlich nicht immer abschließend klären. Dann gilt das Vorsorgeprinzip. Behörden müssen dann vorsorglich Maßnahmen ergreifen, um Risiken so gering wie möglich zu halten. Die Maßnahmen müssen angemessen sein. Wieder Versagen der Behörden. Fünftes Prinzip. Unabhängige wissenschaftliche Risikobewertung. Hier muss man sagen, top. Das BfR hat hier keine Beanstandung. Sechstes Prinzip. Trennung von Risikobewertung und Risikomanagement. Erst kommt die wissenschaftliche Stellungnahme, dann ist das Risikomanagement, das BVL, am Zuge. Auch hier top, wunderbar reagiert. Aber die Informationen, die an das Hessische Ministerium durch das BVL zur Verfügung gestellt wurden, lagen da. Sie lagen da. Mehrere Tage. Den Ausgang kennen wir. Siebtes Prinzip. Die transparente Risikokommunikation. Risikokommunikation findet auf mehreren Ebenen statt. Die Politik entscheidet über geeignete Maßnahmen zur Minimierung des Risikos. Wenn man die Prozesskette jetzt am Fall Wilke betrachtet, stellt man fest, dass amateurhaft an vielen Stellen gearbeitet wurde. Der öffentliche Rückruf war zu spät. Er hätte viel früher als am 2. Oktober erfolgen müssen. Auch die Schließung des Betriebes hätte früher erfolgen müssen. Und wenn wir heute Morgen von Frau Ministerin auf FFH hören konnten, dass das RP es verhindert hat, dass der Betrieb geschlossen wurde, das RP dann das heute Nachmittag wieder revidiert hat, dann fragt man sich, was ist hier los? Und wenn wir uns den Bericht der Taskforce anschauen,
dann spricht dieser Bände. Das Hessische Verbraucherschutzministerium hat zu verantworten, dass gesundheitsrelevante Informationen über den Listerienverdacht und Befund im Zusammenhang mit Wilke nicht schnell genug an die unteren Behörden weitergegeben wurden. Sie blieben tagelang im Ministerium liegen. Als der Fall schließlich zu spät, aber dann doch öffentlich wurde, schwiegen Ministerin Hinz und ihre Mitarbeiter wiederum tagelang. Das Ministerium verantwortete weiterhin die scheibchenweise, lückenhafte, teils widersprüchliche Informationspolitik. Die Behörden hätten von sich aus sämtliche bekannte Abnehmer und Verkaufsstellen öffentlich machen können, wenn sie die gesetzlichen Ermessungsspielräume im Sinne des Verbraucherschutzes angelegt hätten. Auch hier ist es aus Sicht des Gesundheitsschutzes ein Skandal. Somit übernehmen Sie, Frau Ministerin Hinz, die politische Verantwortung für das Mauern der hessischen Behörden, insbesondere auch, was mir heute noch einmal sehr deutlich wird, des Regierungspräsidiums. Und wenn ich Herrn Peter Haug, Ihren Amtskollegen, zitieren darf, der ja sagt, in Hessen liegt jahrelanges Behördenversagen vor, na ja, es bleiben noch viele Fragen offen. Warum wurde zum Beispiel am 5. September ein gemeinsames Treffen zwischen RP und der Lebensmittelkontrolle des Landkreises im Betrieb Wilke vereinbart, aber nicht durchgeführt? Die Mitarbeiter des RP, so hat uns das der RP gesagt, kamen, als die Mitarbeiter vom Landkreis gerade rausgekommen sind. Die Mitarbeiter des RP sind dann nicht weiter reingegangen. Das ist schleierhaft, warum das so erfolgte. Die Taskforce, die schnelle Eingreiftruppe, wurde erst am 2. Oktober konsolidiert. Am 2. Oktober, als eigentlich alles zu spät war. Und der Bericht, den kennen wir oder den kennen Sie alle, spricht Bände. Frau Ministerin Hinz, die politische Verantwortung liegt eindeutig bei Ihnen. Wir stellen uns die Frage, ob hier Überforderung vorliegt. Und hier muss auch noch einmal deutlich. Bitte? Ja, das können Sie gerne machen. Und hier muss auch noch einmal deutlich gemacht werden, dass das Ministerium aufgrund des jährlichen Berichts vom RP über den Erfüllungsgrad der Kontrollen in Kenntnis gewesen sein müsste und daraus hätte Konsequenzen ziehen müssen. Zumindest aber hätte das RP Konsequenzen ziehen müssen. Und diesen desolaten Zustand, der offensichtlich hier vorherrscht, haben wir heute hautnah miterlebt. Meine Damen und Herren, ich habe es anfangs gesagt, wir wollen aber auch nicht außer Acht lassen, dass es sich bei dem Fall Wilke um noch weitere Skandale handelt, die aufzuarbeiten sind. Es sind die Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitrecht. Und was mich betroffen macht, ist das kollektive Wegschauen vieler. Profit statt Lebensmittel oder Profit statt Mittel zum Leben scheint das heutige Motto der industriellen Fleischproduktion zu sein. Wenn die kriminellen Machenschaften bereits im Stall anfangen, wenn ein Landwirt für ein ausgeschlachtetes Schwein 150 Euro erzielt, aber 131 allein an Futtermitteln benötigt, die fixen Kosten lasse ich jetzt mal außer Acht, da ist noch Strom, Stall, Arbeitskosten etc., dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Menschen auf solche Ideen kommen und kriminell werden. Und der Lebensmitteleinzelhandel, der das Kilogramm Fleisch dann als Lockangebot für unter 5 Kilo bewerben kann, da ist doch was faul in unserem Markt des Lebensmitteleinzelhandels. Aus Achtung, Herr Kollege, ich muss Sie darauf hinweisen, die Redezeit ist abgelaufen. Kommen wir zum Schluss. Jedes schlechte Beispiel birgt aber auch die Chance, zukünftig etwas besser machen zu können. Durch den Skandal um den Wurstwaren Wilke, um den Wurstwarenhersteller Wilke, wurde der dringend notwendige Reformbedarf im Bereich der Lebensmittelüberwachung leider mehr als deutlich.
Frau Ministerin, wir bieten Ihnen gerne unsere Hilfe hierbei an, es besser zu machen. Danke schön.